Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Na, na. Es war sicher schrecklich. Du scheinst ja bester Laune zu sein. Du bist sicher eine dieser Schaulustigen, oder? Dann lass mich dir einen Tipp geben. Siehst du die Ruine, die flach auf dem Berg jenseits des Sees liegt? Da oben, ja. Das ist eine der Kranzruinen, die vom Himmel auf Kakariko gestürzt sind. Jetzt sind sie ein wahrer Besuchermagnet. Aber es muss furchtbar gewesen sein, als sie runtergekommen sind. Man kann es sich gut vorstellen. 5 gewaltige Steinringe, die rund um ein nichtsahnendes Dorf abstürzen. Lucorda, genau die Buchstaben verdreht. Voll nett, dass sie sich Gedanken macht. Das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Vor allen Dingen, denk dran, dass das Haus von Cardo heißt er, ne? Dass da ja in das Haus eine Ruine reingekracht ist. Ach, Terry. Gut. Ja, willkommen zurück. Wir wollen uns aufmachen in, ne? Hier. Also erst einmal natürlich zum Stall des Waldes. Und ja, die Leute von euch, die jetzt denken, mach doch eine Schnellreise. Nee. Wisst ihr, lasst uns mal schön nochmal hier, schön nochmal hier langreiten. Ja, ich habe jetzt eine Aufnahmepause gemacht gestern. Es ging mir nicht so gut. Mental. Aber ist wieder alles in Ordnung. Halbwegs. Nicht. Doch. Alles gut. Naja, so, wir machen weiter und, ja. Schauen mal, was uns das neue Gebiet bringen wird. Wir haben hier auf jeden Fall den Ihr seht ihn auch, oder? Moment, was ist da? Da waren wir, ne? Da ist irgendwas. Ja, wir werden ja auf jeden Fall jetzt das Gebiet der Goronen besuchen. Das wird auf jeden Fall fantastisch. Das ist bestimmt nicht schon wieder einer der Jäger. Nein. Kann ich die Kamera so anmachen oder? Ja, ne? Ist hell genug, ne? Ich würde ungern das Ringlight anmachen. Oh, die Ambientgeräusche schon wieder. Ach man. Climb. Die vergessene Himmelsinsel, Climb. Schön. Das sieht aus wie ein Stück Tempel der Zeit, ne? Und da ist ein Krog, wer hätte das wohl gedacht? Was ist das? Schon eine Höhle, oder? Das ist auch zu offensichtlich hier mit der Ruine. Yeah, du hast mich gefunden. Tschüss. Ciao. Ja. Das Wasser fließt in die Richtung, ne? Wir könnten also auch einfach nur fließen. Ne? Also treiben. Naja, fast.
Okay, dann machen wir was anderes. Okay, wir brauchen eine Steuereinheit. Wir müssen nur das sinken nachher wieder, ne? Willst du mich veräppeln? Entdeckt! Was? Schleichweg zum Sumpf. Oha, mit dieser Tropfendecke, das ist cool, das hat was. Inklusive Horrorblitz natürlich. Okay. Schleichweg zum Sumpf. Kommen wir hier raus? Ja, dann reiten wir doch nicht den Weg lang. Dann haben wir unseren Schleichweg ja gefunden. Das ist ja cool. Mal wieder eine coole Art. Eine ganz neue Höhle. Lanze mit Zähnchenkutschwert. Nee, lass mal. Ah ja, aber cool. Neue Höhle, neues Glück. Hier ist auch irgendwo ein Maioisignum, ist klar. Ein Riesenleuchtsamen wird nicht liegen gelassen. Horrorblinherz. Deswegen, so gerne ich auch mit den Masken die ganzen Gegner auslassen würde, wir dürfen nicht vergessen, dass wir... Oh. Ist irgendwo ein Stein? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Herzen brauchen, um die Kleidung zu verbessern. Maxi-Trüffel. Oh yeah. Fünf Pfeile, joa. Ichinbogen 20, Angriffskraft plus 10, das ist auch nicht schlecht. Ein Diamant, oh. Ja, ist wahrscheinlich Verschwendung, ne? Kann man eigentlich... Schade, keine Kiste.
Ah, da war jetzt ein Diamant in einem normalen Vorkommen drin, ne? Na, seht ihr mal. Ja, ja, ich suche noch unseren froschartigen Freund, der sich hier noch irgendwo verstecken müsste. Das ist eine ganz schön große Höhle hier. Okay. Ein Ibarok. Nein. Okay. Das war ein Scherz. Oh Gott, neues Schild. Neuer Schild. Nee. Oh. Scheiße. Das war ein Witz. Eieiei. Was ist, wenn ich das da drauf mache? Ja, okay. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Ja, macht Sinn. Hm. Okay. Also hier ist ein Ivarok drin. Gut zu wissen. Das ist eine lange Höhle. Give me your eye, so I can see how bright is your shine. Gut. Ja, und eigentlich müssten wir jetzt jede Nacht draußen rumstehen und nach Sternensplittern suchen. Da hing er doch da hinten. Nee. Aufmachen. Nee. Aufmachen. Danke. Ich dachte schon, ne? Mario Signum!
Okay. Und ich habe den Baum im Verdacht. Aber es regnet. Moment, kann ich da drauf stehen? Kann natürlich auch woanders sein, ne? Aha. Wer hatte da recht? Ja, du hast mich gefunden. Tschüss. Ja, die Maske ist top. Oh no! Ich komm. Oh, echt jetzt? Attacke! Das ist ja ärgerlich. Na gut, aber trotzdem haben wir jetzt ein ordentliches Stück übersprungen. Es ist immer noch weit. Aber was soll's? Gehen wir zum Stall und holen uns Desert ab. Ja. Aber cool, ne? Fand ich jetzt einen echt nicen Weg. Also ja, wir bräuchten sein Horn. Süßes Bild. Mit ihren Katana-Hörnern. Na gut. Das wird ja jetzt eines der spannendsten Gebiete, ne? Beziehungsweise dadurch, dass wir da ja jetzt mit den Goronen die nächste große Stadt haben, definitiv spannender. Also, ich will nicht sagen, dass die anderen Gebiete nicht spannend waren, aber ihr wisst schon, wir werden ein weiteres Phänomen kennenlernen. Das erste Phänomen war ja der Sturm mit der Arche über dem Hebragebirge. Und das zweite Phänomen hat sicherlich irgendwas damit zu tun. Wir haben ja schon gehört, der Todesberg in Breath of the Wild noch komplett mit Lava bedeckt. Ist erloschen. Keine Lava mehr. Aber dafür haben wir da Miasma. Das ist nicht gut. Naja. Oh, du hier? Es muss Schicksal sein, dass wir uns hier treffen. Manche der Ruinfragmente, die im Sumpf von Ranel gelandet sind, sind von ausgesprochen imposanter Größe. Groß genug, dass man tatsächlich in ihr Inneres vordringen könnte, sollte man über die Mittel verfügen. Wahrlich ein Wunder, ein Geschenk des Himmels an alle, die in deren Brust ein Forscherherz schlägt. Danke, Lofella, wir waren auch schon in ein paar drin. Ach man, die Exalfos, ich kann einfach nicht anders, außer sie zu mögen. Tja, aber hier auch keine Crocs, ne? Nur so am Rande. Oh Gott.
Ist aber ein großer Schleimgelee. Wow. Na, kochen können wir auch bald mal wieder, ne? Wir hatten ja jetzt sehr lange genug durch die ganzen Essensgeschenke, aber langsam. Haja, haja. Na, guck mal da. Sorry, Freunde. Come on. Ja, aber die schwarzen Exalfa-Hörner machen ordentlich Schaden und sehen noch cool aus, finde ich. Deswegen. Und es gibt auch Exalfa-Herzen, oder? Die brauchen wir dann nachher auch noch zum Verbessern der Ausrüstung. Zehn. Ja, sonst müssen wir nochmal nach ins Dorf der Orni, wo ich sowieso sehr gerne hingehe. Die Musik lässt grüßen. Und dann müssten wir da mal ein wenig unsere Leuchtesachen eintauschen gegen Pfeile. Ja, immer mal nachgucken, ne? Wir haben nicht so viel fotografiert tatsächlich. Ein Hyrule-Tannenzapfen? Ernsthaft? Oh. Scheiße. Wenn man jetzt erkannt wird. Nein. Okay, danke schön. Wow. La, la. Okay, ich würde vorschlagen, wir schlafen mal. Die Fußabdrücke, ja, ja. Ah, du sollst mal zu Bett gehen, Link. Willkommen im Stall. Normales Bett, 20 Rubine. Ja, gut, möchtest du einen Gutschein verwenden?
Nee, ich zahle mit Rubin. Na, alles klar. Bis morgens bitte. Ich wünsche dir einen geruhsamen Schlaf. Haben wir nicht jetzt schon wieder genug Rubine beisammen? Rubine, sag ich schon. Punkte? Na, guten Morgen. Fühlst du dich erholt? Hier ein Stallpunkt. Oh, du hast schon einige Punkte gesammelt. Du bekommst eine Prämie. Hast du von dem Problem mit den Zoras gehört, mit dem giftigen Schlamm? Jo, haben wir. Machen wir dann als nächstes nach den, ihr wisst schon, nach den Goronen. Ich hätte gerne Prämie. Ja, Moment. Ja, du hast inzwischen 26 Stallpunkte. Dafür bekommst du den Schmucksattel. Dieser reich ornamentierte Sattel wird bei Festakten verwendet. Seine Stickereien und Edelsteine lassen bleibenden Eindruck. Geeignet für alle, die auffallen wollen. Ja, und auch noch das Schmuckzaumzeug. Dieses auffallend ornamentierte Zaumzeug wird für Festakte verwendet. Besonders die Federn hinterlassen Eindruck. Genau das Richtige, um dein Pferd in Szene zu setzen. Wenn du noch 4 Punkte sammelst, ja, dann kannst du noch ein Pferd registrieren. Vielen Dank, dass du unsere Stelle benutzt. Das müssen wir ausprobieren. Ich möchte gerne ein Pferd abholen, und zwar Desert. Das habe ich irgendwo hinten geparkt, an der Brücke. Ja, okay, einen Moment bitte. Aber einfach mal eine neue Höhle entdeckt, super. Und ein paar Crocs. Danke, dass du gewartet hast. Was möchtest du ändern? Ach du Schande. Ja, es steht ihm vortrefflich. Ja. Also ich finde, ganz ehrlich jetzt, den Sattel echt cool, aber die Feder ist ein bisschen over the top. Wenn Isra wohl zurück, wann er wohl zurückkommt. Ah, du bist zurück, guten Morgen. Das fiese Monster ist nicht wiedergekommen, also keine Sorge. Tja, ich weiß, dass hier gerade alles etwas unordentlich ist. Sieh nicht genau hin, ja? Mein Bruder Isra wird keine Hilfe sein, bevor er nicht seine Gartengeräte zurück hat. Ich muss schnell meinen Bruder Julero finden. Ja, er liest da hinten Zeitung die ganze Zeit. Ich würde dir so gerne helfen. Ah, ist schon cool. Auffällig schick. Mit der Feder. Ja, aber der Sattel ist cool. Der ist schon wirklich, das sähe auf einem weißen Pferd vermutlich noch ein Ticken geiler aus, oder? Mit dieser roten Farbe. Kann ich mir vorstellen. Gut. Ja, dann jetzt auf zum Stall des Waldes. Es ist natürlich eine halbe Stunde Umweg im Vergleich zur Teleportation, aber dafür haben wir noch eine Höhle entdeckt, wir haben noch Crocs mitgenommen, wir haben noch einen Stallpunkt gesammelt und das Spiel genossen. Ich mag's. Wir werden eine Aufnahme irgendwann machen, in der wir einfach nur oben die ganzen Steintafeln fotografieren. Da oben zum Beispiel, da ist ja eine davon. Ja, die müssen wir jetzt eigentlich bekämpfen, weil wir die Herzen brauchen, ne? Aua. Der Schaden. Na gut, aber da war ein Herz.
war das für die Rüstung sogar, ne? Meine ich, für die Hyrule-Rüstung. Er hat nur Äpfel gesammelt. Oh Mann. Das ist wieder traurig. Er hat einfach nur Äpfel gesammelt. Ah, ja. Ja, okay. Da ist der Stall, da geht's hier hoch, ne? Und das ist auch schon der Turm. Das war meine Rettung. Ah ja, hier, bitte, danke schön, Frittiergeflügel. Wir treffen uns also wieder. Ja, ich habe gehört, dass es hier eine Höhle geben soll. Ja, ich erzähle dir was über Höhlen. Ja, es gibt einige Höhlen, die sind durch Felsbrocken versperrt. Dabei gibt es unterschiedlich harte Felsen. Bei den richtigen harten muss man mit Hammer mehrmals draufhauen, um sich durchzugraben. Wäre praktisch, wenn man für solche Fälle einen stärkeren Hammer dabei hätte. Es würde wohl reichen, den Kopf durch etwas Besseres zu ersetzen. Irgendein ganz hartes Material wäre gut. Also dann, bis unsere Wege sich das nächste Mal kreuzen. Ja, zum Beispiel ein Ivarok-Herz. Das ist sicherlich mit das härteste, was man darauf packen kann. Ja, das sind wir doch zeitig ganz gut durchgekommen, oder? Entschuldigung. Ich möchte ganz gerne die Ausrüstung ändern. Ja. Also, Zaumzeug. Reise. Machen wir mal das. Oh, wartet mal eben. So, da bin ich wieder. Haja. Sorry, Telefonat. Wir wollten den Rittersattel nehmen, oder? Reisesattel, Rittersattel. Ah, wir nehmen den Reisesattel. Wir müssen ja jetzt auf den Todesberg hochreiten, ne? Ja, das steht ihm vorzüglich. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Ah ja, stimmt, ne? Da war ja was mit, die Goronen sind komisch, weil die irgendwelche Steine haben und irgendwie ein Steak-Restaurant. Da waren ganz komische Dinge. Goronia. Und der Weg ist ja auch neu, oder? Hier ging es doch vorher nicht hoch. Vorher musste man doch immer... Boah, wo war vorher der Weg nach Goronia? War das nicht hier irgendwo? Hier so? Eieiei. Man ist auf jeden Fall einen anderen Weg hochgegangen, das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Welcher genau, weiß ich nicht, aber ein anderer. Funkelfrüchte, cool. Der sammelt nur Äpfel. Ist das so eine Steintafel?
Haben wir die? Ja, ne? Oh Gott, wieder so ein Knochen. Nee, nee, nee. Oh oh. Nichts. Eine Kiste, okay. Was ist das? Das ist aber nicht das Restaurant, oder? Das sieht aus wie eine Lava-Fleisch-Stein-Steak-Coil. Das ist doch schon Goronia. War das nicht mal eine Daruk-Statue? Das sieht nicht aus wie Daruk. Oha. Ist das Zelda? Ich hoffe nicht, dass das wirklich die Lösung ist, ne? Dass ich jetzt euch im Nachhinein das Spiel gespoilert habe. Komplett. Aha. Aber jetzt hätte ich es nicht geahnt. Und jetzt hätte ich es nicht gesehen. Ja, du hast mich gefunden. Tschüss. Wir sind schon gut dabei, ey. Ich bin stolz. Gesehen, gefunden. Eingepackt. Okay. Sieht wild aus da oben auf jeden Fall. Was ist das? Die Yonobau stellt ein. Ob die auch einen Krogmaskenträger einstellen, weiß ich nicht. Wenn das wirklich Zelda ist, ne? Das wäre so traurig. Ah ja. Goronische Werkzeuge. Der Helm. Die Laterne. Was ist denn da explodiert jetzt? Keine Herzen. Das hält viel zu viel aus, ne? Diese Gamma-Elite-Klinge. Sie geht einfach nicht kaputt.
Na gut, na gut, na gut. Hallo, Exe. Exi-Ex. Oh, was tut denn eine Gerudo hier? Hallo? Achso, die kennen wir ja schon, Kascha. Ja, Savak. Was ist denn? Kann es sein, dass du mich in das Restaurant einladen willst? Wenn es dein Plan war, mich mit dem Steak schwach zu machen, für das Goron angeblich eine Schwäche haben, dann sprichst du leider mit der falschen Person und hast wohl auch das falsche Restaurant ausgesucht. Was hier reserviert wird, ist einfach nur die Härte. Wortwörtlich wahrscheinlich, ne? Goron essen doch Steine, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Okay, hier sind jetzt Metallkonstruktionen, ja. Für meinen Geschmack entfernen wir uns zu weit von dem Turm gerade. Ach so, ups. Oh, auf dem Pferd gelandet, habt ihr das gesehen? Wow. Spontane Idee. Was ist das? Was hast du denn da auf dem Kopf? Was hat er da auf dem Kopf? Unser erster Weißer, aber... Silber. Silberner Bock. Blind. Da-da-da-da-dam. Scheiße. Silberner Bockblinhorn, riesiges klingartiges Horn mit putziger Verzierung. An einer Waffe befestigt, erhöht es die Angriffskraft extrem. Koche es, mit, um Medizin herzustellen, ja. Verdammt. Eieieiei. Aber wir haben sein Herz geraubt. What? Was auch immer es ist, ich will nicht mehr davon haben. Ja, okay. Gut, Silberne ist natürlich schon eine Hausnummer. Tatsache, und hier ist gar keine Lava mehr, ne? Guck mal. Keine Lava. Ja. Oh.
Und das ist übel. Das ist eine harte Truppe, wow. Was ist da oben? Gar nichts. Vorteil ist auf jeden Fall, wir werden hier nicht von Regen gestört. Ne? In der Regel regnet es nicht. Na, seht ihr mal, ne? Weil so endlos weit reicht die Krogmaske auch nicht. So hier drauf, oder? Oh yeah. Ja, du hast mich gefunden. Ich wollte natürlich auch keinen 100% Run machen jetzt, ne? Wie der da auch hinguckt. Ah, okay. Weiter geht's. Oh. Oh. Es kann natürlich sein, dass wir die gut mit einem Sprengangriff wegbekommen würden. Das weiß ich aber nicht. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Kleine Stein-Ivarocks. Doch, hatten wir schon. Magma-Rocks. Wir hatten noch keine roten Exalfos, Feuer-Exalfos. Und das ist dann jetzt ein Feuerschwert, ne? Das Horn vorne. Mhm, mhm, mhm. Feuerzauber hatten wir auch noch nicht. Feuerhexalfo-Horn. Dieses Horn glüht dank der Kraft des Feuers. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen, mit den richtigen Zutaten kombiniert. Können Sie für einen feurigen Effekt sorgen. Turm in der Schlucht von Elden. Wie nicht einer ganz ist, ne? Eieiei. Werksarbeit. Oh. Und ich sehe schon, wo wir uns aufhalten werden. Was für ein Ärger. Hallo da, den kennen wir noch gar nicht. Oh, bist du wegen des Kategografierturms hier? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Durcheinander? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Turm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung dort drin benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Hallo. Gottes Willen. Ja, das war ja nun wirklich kein Problem, oder?
Ah, genau wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drin hat den Eingang geöffnet. Du hast mir wirklich geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus, bevor ich aufbreche, um meine nächste Aufgabe zu erledigen. Wie wär's, wenn du die Luke anbringst? Nur so eine Idee. Da ist eine Geoglyphe hier, ne? Nur mal so am Rande. Da ist eine Geoglyphe. Geoglyph. Geo-Geoglyph. Oha. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Kommt der gerade ernsthaft angefahren? Ernsthaft? Ich weiß nicht, warum ich so verwundert bin, aber... Ja, wir haben irgendwo einen Krog. Ich hab's schon gemerkt. Das sieht mir nach einer coolen Himmelsinsel aus. Muss ich noch irgendwas sagen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Netterweise haben wir schon ein Fahrzeug bekommen. Ja. Das klappt jetzt auch, ne? Das ist Purapad. Oh, wahrscheinlich erfahren wir da, wie Zelda das Purapad deponiert hat, damit wir es finden. Ja, alles klar. Mhm.
Oh, ein Eisenholzprügel. Finde ich cool, dass es jetzt auch diese stärkere Stockvariante gibt. Das Holz dieser Waffe wurde getrocknet, um es speziell zu härten. Das verleiht dem Prügel eine für eine Waffe aus Holz ungewöhnlich hohe Angriffskraft. 19. 19. Guck mal, hat mehr als das hier. Und da ist nicht mal ein Stein dran. Schade, ich hätte gern den Wagen mitgenommen. Brauchen wir beide oder können wir jetzt da rechts rum? Nee, ne? Scheiße. Hallo? Aber hier können wir ja... Ah, ich weiß, außen rumklettern wäre auch eine Option. Schade um die Pfeile. Wir könnten sterben. What? Delta-Kriegskonstrukt. Das war das erste Delta-Kriegskonstrukt. Das gefällt mir nicht. Es kommen zu starke Gegner. Eine geheimnisvolle Kraft bewirkt, dass die scharfe Scheibe sich dreht und schier alles zerschneidet. An einer Waffe befestigt, steigert dieses Horn die Angriffskraft extrem. Ja, ich weiß, unsere Herzen, wir sind fast tot und wir könnten noch die andere Waffe ausrüsten, dann hätten wir mehr, die andere Mütze ausrüsten, dann hätten wir mehr Rüstung, aber es passt schon. Vorsicht da unten! Die Fahrt hat mir gefallen. Oh mein Gott, ernsthaft? Oh, was mache ich denn uns davon nachher, welche fehlen, ey? Da müssen wir alles absuchen. Mhm. Das ist denn für ein komischer See? Achso, wir können ja schon mal hier. Zack. Zack. Ach, guck mal, da ist so ein Ding. Da. Ist das zu tief oder geht das?
Erst drinstehen, dann schlagen. Okay. Mhm, sieht gut aus, solide. Na gut. Die kennen wir schon, die Vorrichtung. Ding zum Wegschießen und ein Schreien und oh nein. Und von hier aus können wir auch gerne mal runter gucken, ne? Wir laufen gerade so blind für das, was unter uns ist. Ah ja, da ist Daruk. Ah, das ist hier ein anderer Goron, okay. Da ist noch ein Schrein. Da kann man wahrscheinlich oben reinspringen, ne? Oh, ist das eine Zugstrecke hier? Das könnte eine Zugstrecke sein, wie cool. Gruseliger Ball. Aha. Da ist Taburasa. Da ist auch noch ein Schrein. Ach, das ist doch diese Ruine. Diese komische Burgruine. Ja, ja. Ich erinnere mich. Das sind diese komischen Inseln mit diesen Holzbrücken. Hier musste man diese Kugel lang tragen für den Schrein in der Mitte. Ja, ja. Da ist ein Institut irgendwo. Das ist das Labyrinth unten. Das ist das Labyrinth oben. Wo sind wir hier? Kusatsee. Goronbi-Ebene. Aha. Aha. Aber wir sind jetzt hier oben, das zählt ja eh nicht für die untere Erkundung. Okay. Nett, dass das mal ein Schrein ist, den wir nicht extra noch irgendwie freischalten müssen, ne? Kadauna-Schrein. Okay. Wasserwege. Das geht. Okay. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Wow. Kann ich die jetzt auch nehmen? Psst. Ich muss mich hier konzentrieren. Wir sind auch fast tot, ne, von den Herzen her. Spannende Angelegenheit. Jetzt können wir uns eine Brücke bauen aus den aus der Lava gemachten Steinplatten. What? What, what, what?
War es das denn schon? Ja, easy. Ach so, man sollte eigentlich jetzt so eine Steinplatte an den Schwert machen. Ich verstehe. Ja, habe ich Angst, bin ich ehrlich. Wir heilen uns. Reicht das schon? Ist das die Lösung? Sollen wir das so machen? Ich weiß es nicht, aber es hat geklappt. Eieiei. Eine ewig lange Brücke aus Steinschmelze. Lavaschmelze, ihr wisst schon. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt, sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort hier ruht. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken auf deinem weiteren Wege. Link, mach's gut. Tschüss. Okay, und wir machen jetzt auch einen Schnitt, denn ich mache noch eine Aufnahme. Wenn wir jetzt noch länger machen, lohnt sich's nicht mehr. Ah, ja, ja, ja. Interessante Strecke auf jeden Fall, aber recht simpel, ne? Ich meine, okay, wir haben dafür jetzt hier oben natürlich nicht hohes Segen gehabt. Ups. Aber dennoch, vom Gefühl her, recht nett. Da sind wir anderes gewohnt, oder? Gewohnt, ihr wisst schon. Das unten?
Tatsache. Da waren wir auch noch nicht. Gut, also, was es hier in dem Spender gibt, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Tears of the Kingdom. Ciao, Leute.